zur nächsten Folge vom Classic-Projekt auf der Provost Map. Ich dachte, du fährst erstmal den Ding zurück. Okay. War irgendwie zu schnell in der Kurve. Mit dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon. Grüß Gott. So, ich stelle gerade mal die Paletten hier ab. Einfach mit Anhänger. Oh, ich habe gesehen. Hier, da ist ja sogar ein Wassertank am Hof. Ich bin fast umgekippt, ey. Mit dem Träger. Schlecht. So, Tiger Farm, du bist noch fleißig am Dreschen, glaube ich, gell? Ja, das ist richtig. Und, ich hole die Kalkmaschine. Genau. Kalkmaschine holen und auch gleich den Kalkstreuer, Kalkladen, gell, an der Kalkstation. Jawollo. Oder soll ich eher sagen, jawohl, Sir? Yes, Sir, jawohl, Sir. So. Ich werde gerade mal hier den Schwader ankoppeln und dann das Feld schwaden. Tiger Farm, wie läuft es eigentlich so mit 22 km/h Geschwindigkeit? Ja, gut. Ist eigentlich angenehm. Man kommt so ein bisschen runter, gell? Ist so eine leichte Brise an Bord. Es scheppert manchmal. Ja, nur alle 10 Sekunden, aber... Ist es am Hof oder wo? Was ist denn das hier? Warum steht hier ein John Deere mitten auf der Straße? Ohne Warnlicht, ohne irgendwas. Nicht mal Warnblinker an. Weil ich ihm niemals gleich eine Runde geschnappt habe, dass ich das am schnellsten gemacht habe. Hey, kann doch hier nicht wenigstens Warnblinker anmachen, weißt? Ich bin das ja auch ungewohnt. So. So. So einfach. Jetzt steht er ordnungsgemäß an der Straßenseite. Nee, unten. Muss mal gucken auf der Karte. Da gibt's irgendwo eine Kalkstation. Aha. Ich gucke. Kalkstation. Ach, so weit bist du ja noch gar nicht. Mal kurz setzen. Ich dachte, du wärst schon weiter. Nö. Mit 7 km/h dreschen. Kommt man nicht so schnell voran. Ach komm. Gut, dass es in den alten Dreschern schon Tempomat gibt. Ja. Na, immerhin. Immerhin das. So, Mikado schafft es leider relativ selten hier beim Projekt dabei zu sein. Aber dafür ist er bei der Challenge dabei. Ne, das ist das Mindeste. Ja. Aber ich bin eigentlich fast immer dabei. Ja, das freut mich. Und ich bin erst seit 3 Folgen dabei, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube seit Mittwoch müsste es sein. Ja doch. Ja. Seit Mittwoch. Anhängerchen dran machen. Ne, verwirrt. Ist er noch gar nicht abgetankt? Nö, war ja noch nicht voll. Okay. Der ist fast ein bisschen zu groß, dieser Anhänger. Ja. Hey, warum kann ich den jetzt wieder nicht abhängen? Manchmal ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, die Farben hier passen aber gut zusammen. Ja. Alles in Blau. Ey, lass den Anhänger stehen. Das ist mein Anhänger. Da steht aber kein Ford drauf.
Nee, ist ja auch ein Gosa. Ein Gosa Rosa. Ah, der hat wieder umgestellt bei mir. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das geht. Umschalt links A. Ja, aber wieso er das immer... Wieso das immer passiert? Ich drück das gar nicht bewusst. Ja, und bewusst. So, wie schaut's mit dem Kalken aus? Was für Kalken? Okay, tschüss. Ja, hast du voll gemacht? Naja. Wie viel hat das gekostet? Boah. Ich habe insgesamt 8000 Liter aufgenommen. Ja, aber wie viel hat es gekostet? Ich wollte nämlich wissen, ob das an der Kalkstation günstiger ist, wie wenn wir Paletten kaufen. Boah. Vielleicht 1000? 1000. Ich hab nicht auf den Webpreis geguckt. Wie gehen die einkaufen, Leute? Ja, bei mir ist es so einfach auch befüllen und fertig. 2340. Aber ich habe auch zwei Paletten gekauft, ne? Das ist ja aber nicht bei sonstiges dabei. Ah, okay. Gut. 2340 hast du gesagt. Das ist richtig. 2300, nehmen wir 2400 geteilt durch 4 sind 600. Und was kostet eine Palette? 150. Dann ist sogar teurer, kann das sein? 4 mal, ja, das war teurer dann. Ne, das kann nicht sein. Es wird denn alles bei sonstiges aufgeführt. Soll ich erstellte Feld kalken oder wie? Ja. Warum wird Saatgut und Dünger aufgeführt, aber Kalk nicht? Keine Ahnung. Okay, schade. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich teurer ist wie eine Palette. Der sagt gerade, please connected to pots first to start this tool. Ja, bei mir wird das auch angezeigt. Warum bei mir? Du musst aussteigen und X drücken. An dem Anhänger. Okay. Die für die Zapfwelle, sonst kann der Düngerstreuer, der Kalkstreuer nicht arbeiten. Ja, daran bin ich auch schon verzweifelt. Oh, macht er das irgendwie nett? Immer noch nett. Ja, ich komme gleich. Ich hab genau an der Zapfwelle. Musst du mal gucken, dass die Pünktchen da sind. Ja, ja, das war ja da und das ist ein rotes Punkt, der ist ein roter Punkt. Warte, du musst dein Q drücken, ja? Zapfwelle und Q. Ah. Oder? So. Nee, verdammt. Nee. Geht nicht. Nee. So kompliziert, ja, der Mods, die ihr hier nutzt. Ey. Ja. Boah. Ich bin da auch schon verzweifelt. Mach einfach so. Ah, jetzt auf einmal. Nein, ich habe das jetzt umgestellt. Weil es wird da nicht angezeigt, dass man die connecten kann. Und wie mit welcher Taste macht man das? Mit B. Okay. Steig mal kurz aus, ich will auch mal hinkommen. Okay, Moment, ich brauch mal. Warte, mach mal den Streuer an, fahr mal los.
Ja. Bin schneller. Ich kann nicht schneller. Ja, warte, bleib mal stehen. Kurz. Gut, weiter. Aber der kalkt gar nicht überall. Das ist ja das. Vielleicht nur hier auf der Außenbahn. Hoffe ich mal. Meine Kalkmaschine sei jetzt gleich schon wieder alle. Ernsthaft? Ja. Hat noch 31%. Lol. Das macht uns ja. Das. Pff. Hallo? Das macht uns pleite. Ja. Gut, wir machen hier mal Kalk aus. Ernsthaft, weil sonst, Ja, dann kann ich den Ding leer machen. Du kannst den leer machen und dann die Kalksteuer gleich wieder zum Shop bringen und verkaufen. So, tschüss. Tschüss mit den. Es ist ja doof. Es ist so richtig so. LOL! Mein Anhänger, ich bin nur über die Flaschen da gefahren, ne? Mein Anhänger ist so hoch geballert. Sollst du nicht über Flaschen fahren? Das macht man nicht, da gehen die Reifen kaputt. Ist ja ein LS19 nicht, weil es dann nicht realistisch ist. Komm. Das macht mal LS19 nicht schlecht. Ah, das ist leider die Realität. Ja, ist auch die Realität, dass du hier Hafer ständest. Das muss so. Das muss so. Genau, das muss. Sind eh nur 2 oder 3 Körner. Hey, 2 oder 3 Körner? Ja, guck mal, da hinten 1, 2, 3. Vielleicht auch 2,5 Körner. 4, 5. Da hinten sind bestimmt schon 10 Körner. Ja, aber das macht jetzt nicht die Welt aus. Aber die halbe. Auch nicht die halbe. Absicht. Ja. Na klar, mit Absicht. So, dann könnte Leon, wenn er fertig ist, mal die Ballenpresse holen. Das war hier. Von wo? Die steht unten da, wo der Drescher gestanden hat. Okay. Können wir hier noch Strohballen pressen? In diese Folgen. Schön. So, wenn ihr auch mal Bock habt, beim Classic-Projekt mitzuzocken, dann meldet euch gerne. Nicht nur immer Discord. Schüchtern. Link steht unten. Wie bitte? Nicht immer nur schüchtern sitzen und nichts schreiben. Genau, einfach teilnehmen. Weil, entweder auf Discord, Link zum Server, es steht unten drin. Kontakt aufnehmen, einfach mal über ohne IP privat anschreiben. Oder irgendwas im Chat schreiben. Ja. Weil ich hab's einfach geschrieben und ohne zu. Das ist ohne, normal kein Problem. Ja, aber ich hab nicht gezögert. Genau. Wie du gesehen hast. Ich habe einfach gefragt und fertig. Und es wird nächstes Mal, also die nächste Aufnahmesession wird auf jeden Fall per Server stattfinden, nicht mehr als lokales Spiel. Endlich. Hoffe ich. Nicht, dass ich wieder was verspreche. Und dann halte ich es nicht. Das wäre schlecht. Ja, das wäre richtig. Was? Hier? Aber ich habe inzwischen schon einen Urlaub, von dem her kriege ich das dann hin. Ich weiß dann schon nichts. So.
bist du denn mit der Treppe? Sollst du die Ballenpresse holen? Ja, wo sitzen die? Hab ich doch gesagt, da wo der Drescher gestanden hat. Da wo der Drescher gestanden? So, am Hof. Gegenüber von den Hühnern. Ja. Vehicle-Inspector wäre schon mal cool. Was macht der? Der zeigt an, wo, was wer macht. Also zum Beispiel ich. Das oben links, ne? Ja. Zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, 23% Kontakt voll. Ah. Und ich fahre so und so viel kmh. Okay, den könnten wir ja irgendwann noch drauf nehmen. Wäre sehr cool. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht davon abgeneigt, noch neue Mods mit drauf zu nehmen. Das wird doof. Einfach, wenn ihr Mod-Vorschläge habt. Ich fahre einen Scheiß zusammen. Ich will die Schwade zusammen machen, dass man nicht so viel fahren muss. Und verkack's manchmal richtig. Ja, dann mach doch hier erstmal die Schwade zusammen. Na, haben wir doch schon. Neben mir. Bis da ist, steht, ist er noch nicht so viel. Und immer nicht vergessen, immer schön bei der Challenge vorbeigucken. Ja, ja, genau. Ja. Challenge auf dem Zweisternhof. Mikado gegen Aruna LP. Gegen mich. Das ist immer sehr spannend. So, kannst gerade bei der Schwarte hier anfangen. Bin gleich fertig. So. Ist sehr spannend und macht vor allem auch mächtig Laune. Wie weit, wie voll bist du denn? Musst du nochmal abgetankt werden? Ich denke nicht. Eieiei, geh ich hier hoch. Wie weit, bei welcher Minute sind wir denn jetzt überhaupt? Sind gleich durch. Eine Minute noch. Ach so. Hä? Der Kack. Titte, der holt da den Grasbein raus. Ja, ja, ist ja immer so. Wenn ein Restbestand drin ist und du machst weiter, dann kommt erstmal noch ein alter Ballen raus. Das ist immer so. Gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gerne ein Like, Abo oder Kommentar da lassen. Am besten wie immer alles. Exakt. Oh, Alter, da ist ein Zaun. Und Glocke aktivieren. Ja, stimmt, das gibt's auch noch. Auch außerhalb vom Feld das Stroh aufgabeln. Ja, ja, hol ich noch. Und natürlich immer wieder bei der Challenge vorbeigucken. Genau. Es gibt immer dann neue spannende Sachen. So. Und in diesem Sinne, bis Montag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.